Widerfahrnis von Bodo Kirchhoff. Ein Mann und eine Frau. Er hat seinen Verlag aufgegeben, sie ihr Hutgeschäft. Zwei einsame Menschen jenseits der 50 begegnen sich und begeben sich spontan auf eine Reise. Das sind zwei Menschen, die ein Stück aus der Zeit gefallen sind, die aber gemeinsam etwas erleben, dass sie binnen kürzester Zeit in unsere Zeit hineinstößt. Weiter, immer weiter an den südlichsten Zipfel Italiens geht die Fahrt. Und plötzlich widerfährt ihnen, woran keiner mehr geglaubt hat: die Liebe. Wo wären wir ohne etwas Selbstüberschätzung? Jeder wäre nur in seinem Gehäuse, ein Flüchtling vor dem Leben. Doch dann bricht das Weltgeschehen ein. Eine kleine Bettlerin stößt zu ihnen. Ein Flüchtlingskind? Der Entschluss, das Mädchen mitzunehmen, erweist sich als fatal. Und der Traum vom späten Familienglück als Hirngespinst. Für mich kam es darauf an, eine Parabel zu erzählen. Auf kleinstem Raum, sozusagen mit minimalen Mitteln, etwas zu erzählen, was sich im Großen bei uns abspielt. Wie das Private und dieses welthaltig-öffentliche nicht zusammengeht. 4 Tage braucht Bodo Kirchhoff in seiner Road Novel, um zwei Menschen aufbrechen und scheitern zu lassen. Und ihnen am Ende dennoch die Chance auf einen Neubeginn zu schenken.